Willkommen, liebe Clasher und Clasherin, bei mir, dem Thorsten Ratut und beim Clanspätzle mit Jos. Ja, aber heute fange ich mal bei heißer Clash of Clans oder am heißesten an. Es ist ja unerträglich heiß und ihr seht das hier, ich bin am Abölen ohne Ende nach wie vor. Es ist jetzt Dienstagabend und ja, wir waren ja nur ein paar Tage weg, aber ihr habt ja mal so ein paar Impressionen, wie schön es natürlich auch in Deutschland sein kann. Also wir waren, vielleicht habt ihr es erraten, auf der Brücke oder meinen Instagram-Kanal ein bisschen verfolgt. Dort habe ich nämlich ab und zu mal ein Foto gepostet und auch das Video gab es auf Instagram. Also hier einfach mal festgehalten von so einer schönen Bar. Muss ich sagen, am Strand gibt es jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren da, nennt sich sogar 360-Grad-Bar. Und das ist ja fast ein 360-Grad-Handmade-Video. Also sehr, sehr schön mit den alten, ja, nicht so sehr schicken Türmen, aber sie sind halt mittlerweile denkmalgeschützt auf Fehmarn und Wahrzeichen ist es ja auch. Aber ihr seht, das hier ist wirklich, waren tolle Tage dort und nicht viel, viel schlechter als natürlich, aber ich hätte fast gesagt 10 Grad kälter, also 28 Grad zu 38 Grad ist schon eine Hausnummer. Und jetzt seht ihr auch so ein bisschen draußen im Wasser. Das war natürlich immer der Ort der Begierde, zumindest für meine beiden Jungs. Also so gern sind wir jetzt nicht am Südstrand und auch nicht den ganzen Tag, sondern wir unternehmen schon Radtouren etc., was man halt so macht. Und aber es hat uns immer wieder so ein bisschen natürlich nass gezogen. Ja, aber trotzdem, kommen wir mal zu Clash of Clans. Ich schalte euch das eben mal um. Jo, hier sind wir auf meinem Dorf und ich habe natürlich mal wieder, ja, ich habe mal wieder eine Aufnahme verbummelt. Also, was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe natürlich die Clanspiele beendet, also auch hier ging es ja heiß zu. Mir ist auch nichts entgangen in den Tagen, wo ich jetzt weg war. Ihr habt ja ein paar Videos von mir gesehen und es ist aber nichts an mir vorbeigegangen. Das heißt, ich habe alle Events mitgemacht, habe auch das Video geguckt hier und auch von mir nachträglich herzlichen Glückwunsch natürlich Clash of Clans zum 6-jährigen Jubiläum. Ich habe auch sogar einen Kuchen. Ich glaube, in einer meiner Bases ist es mit in der Base gewachsen. Muss ich nochmal genau gucken. Und wir hatten ja die Clanspiele, die sind jetzt gerade erst ausgelaufen. Und ich nehme jetzt mal einen Schluck Wasser, weil es erträglich ist. Und ich habe extra noch nicht diesen Bautrank hier genommen, beziehungsweise die Builder Potions. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt eben erst die Clanspiele beendet habe. Dann hat mich leider eine kleine Breakpause erwischt und jetzt bin ich abgefarmt. Naja, ist nicht so schlimm. Ich habe auch in der Zeit, wo ich jetzt die paar Tage weg war, nicht so sehr viele große Sachen gemacht. Ich habe erstmal zugesehen, vor allen Dingen, dass die ganz kleinen Sachen hier endlich fertig wurden. Also die zusätzlichen Sachen, die man als Rathaus 12er kriegt. Überlegen, 11. Juni kam ja das Update. Und ich habe sie jetzt endlich fertig. Das heißt, alle kleinen Fallen, die Riesenbombe. Mein Tesla geht jetzt auf Level 8. Dann sieht er ja auch schon mal aus wie ein Tesla. Also Rathaus 10, Rathaus 11 Tesla kommt dann sicherlich direkt danach. Und habe jetzt schon meinen ersten Langläufer, glaube ich, hier mit dem ersten Bogenschützenturm. Beide Infernos sind fertig, ja. Und ein windiger Zuschauer hat mir auch gesagt, du bist noch gar nicht maxed. Stimmt. Ich musste nämlich noch den Airsweeper hier machen, also den Luftfeger und den Bombenturm. Die sind aber mittlerweile auch fertig. Also ein paar Tage hat mich das zurückgeworfen. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Und das zweite ist natürlich Clashen im Urlaub. Letztes Jahr ist mir das nicht gelungen, das Clashen im Urlaub. Könnte mal in meiner Playlist gucken, da wäre das eine Katastrophe. Deswegen habe ich eigentlich gesagt, ich mache Clashen nicht im Urlaub. Aber es war sehr chillig. Und dass das auch funktioniert, zeige ich euch jetzt mal in dem Angriff. So, und das habe ich nämlich so ein bisschen vorab für euch aufgenommen gehabt. Beziehungsweise, ihr seht das hier, das habe ich vom Handy aufgenommen. Nämlich mit dem Game Tools unter Android. Die nutze ich allerdings nicht zum Aufnehmen. Ich nehme doch tatsächlich eine andere Aufnahmesoftware. Und ihr seht das hier, ich bin so ein bisschen mit der alten Kombi oder überhaupt mit der so ein bisschen Standard-Kombi riesen Hexenbola in diese Base reingekommen. Und ich muss noch ein bisschen nach da schauen, weil da ist gerade das Bild. Und allerdings setze ich jetzt immer erstmal nur eine Seite und dann die andere Seite. Das hat einer unserer Gegner mal so gemacht. Ich habe gedacht, das probierst du auch mal so, denn die Kombi kenne ich natürlich. Aber ich habe sie noch nicht so gemacht, dass ich sage, ich setze erstmal ein paar Riesen auf die eine Seite, sodass erstmal so ein bisschen auf eine Seite auch gefeuert wird und setze dann meine Truppen auf die andere Seite weiter. Denn nur so gelang mir eigentlich, denke mal, relativ gut der Funnel. Und jetzt schauen wir mal weiter. Dadurch, dass das jetzt schon Rathaus 5 war, muss natürlich irgendwo was in der Mitte machen. Und
Echt günstigerweise konnte ich natürlich direkt dort, wo das Rathaus auch noch hochgeht mit der Megabombe, mein Warden zünden ist natürlich optimal. Das heißt also, meine ganzen Bowler, ihr seht das hier in der Mitte, haben alle komplett überlebt. Und wirklich, ich denke mal, ist ein gelungener Angriff, kann ich euch ruhig zeigen. Er ist schon aus der Chronik raus, weil es jetzt schon ein bisschen her war. Ich glaube, es war an meinem ersten Urlaubstag, beziehungsweise an meinem ersten Tag auf Fehmarn, wo ich den gemacht habe. Und ja, irgendwie sind mir so ein bisschen alle Angriffe gelungen. Aber einige haben natürlich hier auch ganz nett angegriffen, muss man mal so sagen. Und jetzt am Ende nochmal, da wurde es nochmal richtig knapp hier. Oh, da nochmal eine Riesenbombe für die Queen. Denn auf der anderen Seite, aber ihr seht, dass sie wie viele hier noch leben. Babydrache, Lakai, King, mehrere Hexen und nur noch der Magierturm. Und ich denke mal, das ist ein netter 3 Sterne hier, 3 auf 1. Also alles richtig gemacht. Wir haben den Clankrieg auch recht deutlich gewonnen, kann ich euch so sagen. Und gehen wir aber mal wieder in mein normales Dorf. Das müsste jetzt auch wieder da sein. Ja, da ist es wieder. Und warum clashen überhaupt im Urlaub? Oh. So, es ist so fatal heiß. Aber es ist auch heiß hier bei Clash of Clans. Und ihr seht das hier. Oh, wir kriegen was live rein. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ja, gucken wir uns einfach mal live an. Während ich mir mal so ein bisschen gerade den Schweiß abputze. Denn hier oben mit dem Scheinwerfern, das wisst ihr selber, das ist unerträglich. Egal ob hier Fenster auf oder Fenster zu ist. Ich glaube, es geht uns allen im Moment so. In vielen Ländern ist es ja wirklich unerträglich zurzeit. Aber mal gucken, was der Flieger hier macht. Oh, wir haben richtig viele Zuschauer auf unserer Seite. Auch meine Haare, die brauche ich gar nicht nass machen. Ich immer nass vom Schweiß. Und ihr seht das so ein bisschen hier an meinem Rand. Ich habe mich auch derbe verbrannt im Sommer. Also man verkennt das da oben an der See nach wie vor, obwohl ich da schon so oft hinfahre. Hatte ich, muss ich sagen, noch nie so ein Wetter dort. Also optimales Wetter eigentlich so ein bisschen da oben für die Küste ist so ein bisschen, wenn du ein bisschen Radfahren willst, ein bisschen was schwimmen willst und so, ist, ich sag mal so 24 Grad ist optimal. 22 bis 24 Grad kannst du eigentlich alles machen. Aber so ab 25, 26 und dann 28, 30 waren es da oben ja auch. Ist das schon eine Qual, muss man sagen. Ist schon eine Qual, okay, ja, den hat er nicht ganz geschafft. Ist aber auch ein kleiner Dip nach oben, beziehungsweise 4 auf 3. Den hat der Frigal trotzdem ganz gemacht. Und so sind das hier aber schon mal stabile 2 Sterne auf diese Base. Ich denke, ist jetzt das erste Mal angegriffen worden. Wir sind aktuell im Clankrieg drin. Und ich musste jetzt erstmal so ein bisschen reinkommen. Hier überhaupt so ein bisschen wieder nach Clash of Clans, obwohl ich natürlich die ganze Zeit gespielt habe. Aber was habe ich eigentlich gemacht? Hab ich ja am Anfang erzählt. Ich habe aufgenommen, habe eigentlich nicht aufgenommen. Natürlich doof. Ich habe jetzt einiges an Items hier. Ich weiß nicht, wofür ihr diese Book of Everythings immer nutzt. Also ich nutze sie tatsächlich nicht, um Gebäude fertig zu machen. Ganz bewusst nicht, denn kriege jetzt hier oben, habe ich jetzt knapp 10 Millionen auch nur drin an Gold. Und ich habe so gut wie nichts mehr in der Treasury. Also 10 Millionen, da geht jetzt nicht gerade viel mit. Und eigentlich wollte ich hier einen X-Bogen mit leveln. Und da fehlen mir allerdings noch, da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber ich will es natürlich mit jemandem besonders machen. Also ich nutze tatsächlich die Universalbücher zum Heldenlevel. Im Moment brauche ich natürlich ein Heldenbuch nur hierfür. Ich konnte mir jetzt glücklicherweise die 5, wartet mal, ich muss nochmal zurückspringen, die 5 Rewards hier oder die 5 Bilder-Potions abholen, denn ich hatte heute mal 2 Bilder-Potions verbraucht und ich verbrauche sie immer dann, wenn ich so irgendwie so im Dorf sehe, Mensch, deine Ressourcen sind schon wieder voll und du, irgendein Teil hat noch so 10 Stunden Bauzeit circa oder 20 Stunden, dann nehme ich gerne so einen Trank, sodass mir die ganzen Minen und Sammler hier nicht ganz so voll. Aber ich will natürlich ganz gerne weiterhin mit meinen Warden kämpfen und möchte natürlich ganz gerne den Bauarbeiter frei haben. Also machen wir erstmal den Warden fertig. Der ist jetzt schon auf Level 23. Das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt auch nur 2,4 Millionen Elixier. Das ist ein bisschen wenig. Hier ist nichts mehr drin. Muss jetzt also schon ein bisschen hart nachfahren. Da ich eigentlich diesen hier, ich hatte eigentlich jetzt einen X-Bogen machen wollen, habe nicht gewollt, weil sie mir natürlich eben noch wieder ein bisschen was geklaut haben. Also fahren wir mal irgendwann ein bisschen nach. Nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem noch einen netten 12 auf 12 Angriff zeigen.
aus jetzt morgen, übermorgen, glaube ich, für euch auch mal wieder eine Folge für den Rathausneuen-Bereich. Denn so einen Angriff haben wir schon länger nicht mehr gesehen, also ich zumindest nicht. Rathaus 12 auf Rathaus 12, also mit vollem Rathaus, Rathausstufe 5 ausgebaut. Denn ihr seht das hier mit Drachen und Loons geht es hier in diese Base. Also ist überhaupt nicht meine Truppe, aber der Matze, der kann das hier richtig gut. Und ich war, muss ich sagen, ich will nicht sagen schwer beeindruckt, aber ich war schon ein bisschen beeindruckt. Schön das Zeppelin gesetzt, das geht jetzt ja Richtung Rathaus, also auch die Zeppelin fliegt Richtung Rathaus. Optimalerweise sind da Loons drin. Jetzt nochmal unterstützt mit dem Klonzauber. Echt krass gemacht. Da geht das Rathaus in jedem Fall down. Und das Rathaus macht auch Schaden an Loons. Also wenn die Bombe auf den Boden fällt, macht das auch moderaten Schaden, muss ich sagen. An den Loons, da haben die doch ein bisschen viele Healpoints. Und die waren jetzt aber natürlich komplett in der Warden-Aura, beziehungsweise in der Fähigkeit drin, die er dort genommen hat. Und hier hat sich ein bisschen aufgeteilt. Hier oben noch ein Drachen. Ist gar nicht mal so schlecht gelaufen. Und auch mal wieder hier über meine Stirn wischen. Es ist so gnadenlos heiß hier bei Clash of Clans, beziehungsweise bei mir hier oben. Aber ich hoffe, dass euch das in jedem Fall freut. Ich bin so ein bisschen an Trainieren, das sieht ihr an meiner Facecam, dass ich sie demnächst wieder ein bisschen vermehrt einsetzen werde, vor allen Dingen in Livestreams. Ich hatte euch ja gesagt, kleine Info zum Community Clan. Ich werde ihn womöglich noch mal im Urlaub machen, aber ich habe jetzt schon länger nicht gestreamt. Jemand ist das auch aufgefallen, dass ich schon länger nicht mehr gestreamt habe. Ja, aber setzt du dich hier oben hin und mach hier 3, 4 Stunden Clash of Clans, da gehst du kaputt, ohne dass du nicht zwischendurch unter die Dusche oder in der Badewanne hockst und oder springst. Und richtig krass gemacht hier. Da kann man nicht anders sagen. Also ich glaube, das war wirklich ein super gelungener Angriff hier vom Swash. Und also Nummer 1 auf Nummer 1 mit 3 Sternen belegt hier. Wir haben auch diesen Krieg hier gewonnen. 59-52 am Ende sogar relativ deutlich. Und das. Mein Angriff war so ein bisschen so ein Versehen, so ein Urlaubsversehen. Ich wollte den gar nicht angreifen. Wie die Tage in meinem Video, wo ich gefragt habe, ist euch das nicht auch schon mal passiert? Und eigentlich wollte ich ihn angreifen, aber ich wollte ihn noch zu diesem Zeitpunkt angreifen. Hab's aber trotzdem getan, weil ich einfach gut drauf war. Ich habe mit meinem Rathaus 9er ganz gut angegriffen, habe gedacht, komm, das machst du mit dem 12er einfach jetzt auch. Und ich glaube, das ist mir auch ganz, ganz gut gelungen. Alter Falter. Wenn ich so in die Kamera gucke, hier meine Verbrennungen sehen ja auch witzig aus, kann man nicht anders sagen. Den ersten Tag brennt das, den zweiten Tag wird es dann braun. Da ich sehr viele Pigmente besitze, gewinne ich sehr, sehr schnell an Farbe und meide die Sonne ja auch. Aber ihr wisst das selber im Urlaub irgendwo und auch da oben an der Küste, da kannst du die Sonne überhaupt nicht meiden. Geht einfach nicht. Du kannst dich einfach nur fett einschmieren. Bei viel Klamotten hast du sowieso nicht an. Und ja, ich war sehr gut drauf im Urlaub, also ist mal eine kleine It's Ego-Folge von mir, was die Angriffe hier angeht. Und ich habe mir gedacht, kleines Killsquad und dann geht das hier mit Luft weiter. Bin ich ja nicht so der Superangreifer, muss ich sagen. Aber am mobilen Gerät ist mir das sehr, sehr gut gelungen. Ich wollte übrigens diese Folge auch am mobilen Gerät aufnehmen. Allerdings hat mein Handy heute das erste Mal etwas gemeldet. Ich hatte das die ganze Zeit am Ladegerät und danach hier am PC. Und hatte Clash of Clans längere Zeit auf und dann hat tatsächlich mein mobiles Device gemeldet, ich muss mein Handy ab. Habe ich noch nie gehört. Echt witzig. Ich wollte da erst einen Screenshot von machen. Ich muss mein Handy abkühlen. Ist der Hammer. Und der Hammer war auch dieser Angriff hier. Und ihr seht das, es ist noch relativ viel offen. Ich habe noch ein paar Loons. Ich habe hier vor allen Dingen noch 2 Lavahunde. Das war auch eine total knappe Geschichte. Habt ihr vielleicht an der Zeit auch gesehen. Ich habe jetzt aber noch richtig viele Lakaien. Hier hinten sind noch 1, 2, 3, 4 Loons. Die tun. Jetzt, oder die fliegen jetzt erstmal zur Kanone und hier unten, ah, ich habe gedacht, scheiße, Toto, das wird ein Scheißangriff. Denn hier unten ist noch ein Inferno-Turm und ein Tesla. Also beide Dinger noch voll aufgeladen. Ich glaube, die hatten noch keinen Schaden hier. Und jetzt macht es einfach die Masse. Kann man nicht anders sagen. Denn wir platzen noch, glücklicherweise platzen mir beide Hunde noch. Echt Glück gehabt, kann man nicht anders sagen. Glaube ich, guckt euch die Masse an Lakaien an und an Lava-Welpen. Also ich denke mal eine coole Geschichte. Jetzt haben wir heute ein bisschen mehr Rathaus 11, 12 gesehen. Es wird aber eine Folge mit Rathaus 9 Angriffen kommen. Also so ein bisschen habe ich auf euch gehört. Ich glaube, ihr findet das ganz, ganz tofte, wenn ich mal wieder so ein bisschen Rathaus 9 Angriffe mit Taktiken oder so zeige, beziehungsweise Folgen davon mache. Habe ich auch für euch vorbereitet, keine Frage. Und habe auch ein bisschen mit euch ja durch die Kommentare ein bisschen diskutiert.
lese auch immer wieder ein bisschen quer. Wenn euch das gefällt, bringe ich auch gerne solchen Content, gar keine Frage. Mir gefällt es ja auch. Ich finde das auch immer wieder nicht schlecht. Und ja, also mehr recht als schlecht. Vielleicht auf, man könnte jetzt sagen, war ein Dip Rathaus 12 auf Rathaus 11, weil ich ja auch schon 280 Truppen habe. Und der aktuelle Krieg, glaube ich, wird auch wieder gewonnen. Ich denke 57-50. Der Gegner muss 8 Sterne bei uns machen. Ich denke mal, das ist nur möglich, indem er 1, 2, 3, 4, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, oder 5, 6, 7, 8 da macht. Ich weiß es nicht, aber Swash hatte hier seine Angriffe noch offen. Ich habe es gerade eben gesehen, Swash ist ein ganz guter Angreifer. Haben wir auch wieder eine kleine Serie von 4. Mal sehen, ob sie nächstes Mal oder dieses Mal zweistellig wird. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen reinfahren, dass ich auch meinen X-Bogen mache. Den mache ich dann mit dem Hammer fertig. Wir haben Bauarbeiter frei. Also kleines Problem bei mir. Das der Hitze, sondern auch dessen mit Clash of Clans. Ressourcenknappheit gibt es hier oben nicht. Ich bin immer noch in der Legende. Ist ganz easy hier. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Und ja, am Ende diesen hier. Und verbleibe erstmal. Euer Toto. Bis später.